sozusagen streamen, bei dem ich mich im Moment nicht wohlfühle. So. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Zeit weniger streamen. Und am Kanal wird sich generell einiges verändern. Wir werden nur noch zwei Let's Plays haben. Das ist einmal Sims 3 und einmal Sims 4. Der Rest wird komplett wegfallen. Tut mir leid, aber geht nicht anders. Ich mache mir da, wie gesagt, viel zu viel Stress und wir haben so viel vor, was wir gar nicht schaffen und deswegen werde ich das reduzieren. Also es wird auf jeden Fall Sims 3 bleiben und die Schwarze Witwe und genaueres überlege ich mir noch und da gebe ich euch noch Bescheid. So, außerdem habe ich hin und wieder schon mal Lust, irgendwas anderes zu spielen, wo ihr dann aber sagt, nee, will ich nicht, wollen wir nicht, spiel Sims. Wenn ich in Zukunft Lust habe, etwas anderes zu spielen oder nur anzuspielen, dann mache ich das jetzt. Also, ich habe eine Umfrage auf Instagram gespielt, ob wir mal Experimente machen wollen, um was anderes zu spielen. Da war ziemlich 50-50 und ich werde auf jeden Fall in Zukunft mehr auf das hören, was ich möchte oder was mein Bauch mir sagt, was wir machen sollen. So, das als Ankündigung und dann nochmal zurück zu dem Abo-Stillstand, was mich auch ziemlich ärgert im Moment und runtergezogen hat, ist, wie gesagt, man freut sich, wenn der Kanal wächst und ja, was soll man sagen, das ist jetzt habe ich keine Anknüpfung darin zu diesem Thema. Aber im Moment ist das halt, also im Moment ist es eigentlich schon immer so, was mich so runterzieht, ist EA. Ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen bescheiden schön von EA, dass zum Beispiel alle großen YouTuber, also das soll jetzt nicht heißen, dass ich das Erweiterungspack geschenkt haben will, das auf gar keinen Fall. Ich würde es mir so oder so kaufen. Wenn ich irgendwann mal diese Schlüssel bekommen würde, würde ich auf jeden Fall noch einen zweiten Schlüssel kaufen und den zur Verlosung reinstellen. Also nicht, dass er jetzt sagt, die will nur den Schlüssel haben, die will sich nicht kaufen. Nein, so ist es nicht. Wenn ich die irgendwann bekomme, werde ich das Spiel trotzdem kaufen und euch den Schlüssel geben. So, dass das gleich mal ausgeschlossen ist. Es ist halt einfach nur total unfair, dass zum Beispiel, also ich will jetzt eigentlich keinen Namen nennen, aber das sind halt alle großen, Nitrolon, Shiva oder Honey oder ach, alle halt, Sim-Fans und alle. Also ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, aber es sind alle. Die bekommen die Schlüssel, diese Schlüssel für die Erweiterung schon einige Tage vorher. Und stellen demnach, also dürfen auch demnach ihre Vorstellungsvideos von den neuen Erweiterungen 2 Tage vorher online stellen. So, das heißt, wir kleinen Puppel-YouTuber, ich nenne das mal jetzt so krass, wir stehen mit unseren Vorstellungsvideos dann irgendwo hinten dran, wo es keiner mehr sieht. Ich weiß, ich freue mich natürlich, dass ihr es regelmäßig schaut. Also, aber es ist halt, bei uns kommt halt nur noch der wenige Teil an, der das dann sieht. Und wir haben, uns wird so gesehen diese Chance verbaut, dass unser Kanal wachsen kann, dass unser Kanal sich behaupten kann. Das ist ein Punkt, der stört mich mega. Es tut mir leid, aber wenn das jetzt doof klingt. Aber stellt euch das mal vor. Es ist, ich kann euch jetzt zum Beispiel einmal ein Beispiel geben. Wo die kleinen Kinder kamen, da war das nicht so, dass diese großen YouTuber den Schlüssel eher bekommen haben. Das war ja ein spontanes Update. Und ich war da in dem Moment gerade auf Arbeit und hatte um 9 Feierabend und habe mich dann direkt an den Laptop gesetzt, habe dieses Update geladen, habe ein Video gemacht. Und dieses Video stand wirklich an 4. Stelle, wenn man Sims 4 Kleinkinder eingegeben hat. Und das hat so einen unendlichen Schub gegeben. Das war echt der Wahnsinn. Also das war das einzigste Mal, dass ich es wirklich leicht hatte und ein bisschen voranzukommen. Und
dass, was wollte ich jetzt sagen? Dass man auch wirklich mal Glück hatte, ja. Und ja, das ist halt dieser krasse Unterschied. Da zu dem Zeitpunkt mit den Kleinkindern haben diese YouTuber das nicht bekommen. Und deswegen stand mein Video mit an vierter Stelle, anstatt, weiß ich nicht, irgendwo weit, weit unten. Und bei den Normalerweiterungen ist es halt so der Fall, dass die, wie gesagt, sie schon eher bekommen und 2 Tage eher diese Videos kommen und dann ist man halt irgendwo ganz hinten verloren. Und das ist alles so eine Sache, die mich im Moment so ein bisschen demotivieren. Ich habe wirklich, wie gesagt, darüber nachgedacht, aufzuhören, aber im Endeffekt ist es nicht, ich bin nicht der Typ, der aufgibt und außerdem würde es mir im Endeffekt irgendwann fehlen. So. Ich habe mir jetzt sozusagen die Woche ein bisschen YouTube-Urlaub genommen und wir werden natürlich, ich werde dann das Ganze noch ein bisschen überdenken, was wir noch verändern werden am Kanal und was wir machen werden. Auf jeden Fall, wie gesagt, es werden leider einige Projekte wegfallen, auch eure Lieblinge. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte sie wirklich gerne erstellt, aber da kommen auch wieder solche fiesen Kommentare wie, ey, mach mal was anderes. Erstmal guckst du dir das von den großen YouTuber ab und zweitens machen das alle. Mach doch mal was Eigenes. Wisst ihr, so als würde ich das von den großen YouTubern abgucken. Wenn ihr mich danach fragt, hey, kannst du das machen, dann mache ich das. Dann ist das nicht von den großen YouTubern abgeguckt. Also, ich sollte mir wahrscheinlich wirklich einfach ein dickeres Fell wachsen lassen, was solche Kommentare angeht. Oder diese vielleicht im Endeffekt doch sofort löschen. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, ich möchte euch heute noch von meinem Tag erzählen. Ich war heute auf der Weihnachtsmarkt. Außerdem, was mir noch gerade ein bisschen zu schaffen macht. Ich bin ja im Moment Strohwitwe für meinen Freund, der ist für einen Monat weg, arbeitstechnisch. Der ist noch nicht mal in diesem Land. Der ist noch nicht mal auf diesem Kontinent. Und ich vermisse den so unglaublich. Und es ist halt, wie soll man sagen, Heimweh und jemanden vermissen ist das Schlimmste, was es gibt. Und guckt mal, was ich ihn heute gekauft hab. Wartet, ich zeig's euch. Guckt mal. Das habe ich ihn heute gekauft. Mein Herz gehört nur dir. Das war schon recht teuer, aber ich sag mal so, eigentlich hätte er noch ein viel größeres verdient, aber das ist absolut das Größte, was es dort gab. Und ich hätte ihn auch eins für 30 Euro gekauft, wenn das doppelt so groß gewesen wäre. Ja, ich freue mich so. Also, das ist halt Gott sei Dank bald geschafft. Der kommt nächste Woche wieder. Und ja, ich freue mich so. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen bergauf gehen. Deswegen. So, falls ihr noch Fragen habt oder ihr irgendwas wissen wollt oder irgendwelche miesen Kommentare verbreiten wollt, dann schreibt es unten rein. Oder falls ihr was zu meckern habt. Aber egal, ich werde es eh nicht ernst nehmen. Ich würde sagen, ich habe das jetzt eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich habe auch alles besprochen, was ich euch sagen wollte. Und wir sind bei 25 Minuten. Wow. Das musste aber allerdings mal sein. Tut mir leid. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, warum und was sich ändern wird. Ich werde auch vielleicht noch mal ein Video machen, nur über das, was sich ändern wird. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wer jetzt hier noch dabei ist. Ich werde ein Esel. Nein, Quatsch. Spaß. Spaß. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder beim nächsten Video. Gebt mir bitte noch ein paar Tage Zeit. Ich bin nämlich gerade am Entspannen und am Runterkommen. Und ich denke, wenn das durch ist, dann kann ich auch wieder viel entspannter starten. Und ich freue mich schon drauf. Das ist auf jeden Fall so. Und ja, wie gesagt, einen schönen Abend euch noch und morgen einen schönen ersten Advent. Macht schön jeden Tag euren Kalender auf. Und ja, wir sehen uns. Tschüssi, guten Abend noch.